Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Es ist still, wir stehen in einem Tempel, Wassermagier sind überall. Ne? Und da müssen wir natürlich jetzt halt schauen, dass wir hier dieses Portal öffnen. Ne? Da geht es ja anscheinend dann auf jeden Fall auch ins DLC-Gebiet. Aber wir müssen jetzt nur mit ein paar Leuten quatschen. Ne? Also mit dem haben wir schon geredet, wir haben schon ein bisschen was über diese Schriftrollen gelernt, was sehr, sehr gut ist. Aber uns fehlen leider immer noch Geschicklichkeitspunkte. Ne? So, Nefarius. Hey, du. Wie sieht's aus? So merkwürdig, wenn der Chor Musik da ist. Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals. Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Okay, also hier. Womit denn? Okay, haben wir natürlich nicht. Na gut, dann können wir vielleicht dies nur lesen. Geht das? Nee. Da können wir gar nichts lesen. Es ist einfach so merkwürdig. Gothic ohne Musik, ne? Nichts zu plündern. Okay, da war Steinwächter, kann man aber auch nichts machen. So. Mit dir habe ich, glaube ich, schon geredet, ne? Hey, du. Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich nochmal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ganz schön mutig, dich nochmal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher, sie ist magischen Ursprungs. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen. Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen und das auch bleiben. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Sag mir, was du brauchst. Naja, viel haben wir nicht gehandelt, ne? Tränke wären gut. Sind nie verkehrt, welche zum haben. Und ansonsten, Feuerregen wäre gut. Schaut aus, als ob es eine Tür wäre. Genauso wie das. Ist sogar eine Tür. Womit denn? Aber da brauche ich auch wieder irgendeinen Gegenstand. Ach, ein Schlüssel, okay. Ja, komme ich da jetzt noch gar nicht weiter, oder wie? Vielleicht komme ich da auch noch nicht in das Gebiet. Das kann natürlich möglich sein. Vielleicht muss ich doch erst nur woanders hin. Jetzt schauen wir mal kurz nochmal zum Saturas. Hi. Hey, du. Na, da kommen wir bloß was über Magie beibringen. Schon was Neues herausgefunden? Es hat sich bestätigt. Die alte Kultur hat tatsächlich an Adanos geglaubt. Okay, es ist echt saumerkwürdig ohne Musik. Nochmal alte Münze. Ich hoffe, dass die jetzt bald mal wieder einsetzt.
Vor allem hier in diesen, in so einem Gewölbe halt, ne? Gewölbe. Oh shit. Oh shit. Ihr seid's droh. Steck die Waffe weg. Kluges, schon wieder eins von diesen Biestern. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ein Mistvieh weniger. Sei Dank. Aber die haben jetzt auch nichts dabei, ne? Es können wir zwar nur mal vorschauen, aber ich glaube fast, dass wir da dann nichts finden werden. Vielleicht kriegt man das auch erst im Verlauf der Geschichte. Ne? Das kann natürlich auch möglich sein. Dann kommen wir hier natürlich nicht weiter. Dann müssen wir wirklich ins Minental. Obwohl ich da auch ein bisschen Schiss davor habe. Muss ich ehrlich sein. Warte mal, was ist hier? Eine alte Steintafel, okay. Das heißt, die können wir wieder verkaufen. Ja, sag ich mal. Okay. Ich meine, ich komme aus diesem Ding nicht mehr raus. Also. Wie ist jetzt das? Wir haben da Betten. Und das war's. Da haben wir halt diese Schrifttafel, ne? Kann ich halt nicht lesen. Die hohe Sprache. Der bringt mir bloß diese Sprache bei. Aber das war's halt dann auch schon. Da braucht man irgendwas zum Neider auf jeden Fall. Das heißt, wir kommen hier nicht weiter. Zumindest noch nicht. Na, irgendwann werden wir schon weiterkommen. Da liegt auch nichts mehr. Vielleicht muss ich ja nochmal zu Xaras. Ja? Und dann ist nochmal da rein. Ich schätze nämlich mal, weil es ja DLC-Gebiet ist und man später ja nicht mehr rauskommt, dass man, glaube ich, einen gewissen Punkt erreicht haben muss. Merkt man es einfach mal, komische verzierte Scheibe und alter Schlüssel, Steinschlüssel vielleicht. Dass man diese eine Tür aufgerungen. Na gut, dann sind wir nur weiterhin einfach in Corinius unterwegs. Weil hier gibt's leider sonst erstmal nichts. Gut. Haben wir halt auch erstmal rausfinden müssen, ne? Wie gesagt, ich habe dieses DLC nur einmal gespielt. Und, ich muss bloß ein bisschen aufpassen. Und habe keine Ahnung. Oder nicht mehr die Ahnung, wie ich in dieses DLC-Gebiet gekommen bin. Ah, da haben wir so Teleporter, ne? Da war da nicht irgendwas. Ah. Schau nicht, dass du wieder. Okay, ich glaube, da geht's. Steintafel der Lebensenergie. Die können wir doch gleich mal einsetzen, oder? Nice. Plus 5 Lebensenergie. Sehr schön. Mit diesen Teleportern, da war irgendwas. Hey, Musik? Irgendwas im Hintergrund? Irgendwas? Was ist hier? Auch nichts. Na gut. Dann gehen wir mal wieder raus. Vielleicht kommt dann wenigstens wieder die Musik zurück. Irgendwas hört man da. Und das hört sich nicht gut an. Speichern. Definitiv speichern. Okay. Ah, Musik! Okay, also, wenn ich jetzt schon mal das Gebiet so anschaue,
Wir haben überall Snapper, wir haben überall Feuerwarane. Es ist schon ein bisschen ein heftiges Gebiet, ne? Da gibt's da noch irgendwas. Ein Haufen Gold, nehmen wir mit. Kenne nix. Das ist nur mal so eine Tafel. Jetzt können wir ja ein paar lesen. Zwar noch nicht alle. Aber die können wir lesen. Ich sag ja, das ist echt. Also, da natürlich die Lernpunkte zu investieren, ist natürlich schon mächtig. Ne? Wir haben jetzt 176 Lebensenergie. Je länger wir durchhalten, desto besser ist es natürlich für uns komplett. Ne? Also, ganz klar. Da liegt überall das Gold. So. Erstmal speichern, nicht, dass das eine Falle ist. Weiß man ja nicht. Alter. Jetzt, boah. Alter. Der Orkschlechter. Was will ich denn da? Den kann ich doch nicht brauchen. Er war super, ne? Er war Weltklasse. Das ist doch die Waffe aus Gothic 3, ne? Die, wo man gleich am Anfang dabei hat, den Orkschlechter. Aber mir gehen 94 Stärkepunkte ab. Also, sorry, da haben sie halt echt hart übertrieben. Dann lieber weniger so krasse Waffen finden, aber dafür dann irgendwann mal anlegen können, ne? So. Ja, Magie. So, da werden wahrscheinlich noch mehr von diesen Steintafeln rumliegen, aber ich glaube, ich bin da einfach echt hart falsch. Ich habe halt einfach auch noch keine Chance gegen die. Ah, da hinten, ne? Es sind überall diese Warane. Snapper. Schattenläufer. Ah, weiß ich nicht. Glaubt, das sind wir falsch. Glaubt, da können wir noch nicht weitermachen. Zumindest haben wir jetzt die Musik wieder. Das ist schön. Die Frage ist natürlich, ne? Was können wir jetzt machen? Wir haben natürlich noch die Botschaft. Ah, Vardras hat mir eine Botschaft für Meister Iskarot gegeben. Ja. Habe ich ihm doch schon gebracht, hätte ich gemeint. Gut, dann können wir ja mal nur in die Stadt gehen und dem Vardras da Bescheid sagen, ne? Dass wir das gemacht haben. Wir schauen jetzt trotzdem nochmal zu diesem Typ an dem Weg schreien. Weil sicher kann man sich ja trotzdem nie sein. Nochmal eine Steintafel. Geil. Oh, das Zweihandkampf ist. Das ist natürlich doof. Ich war Zweihandkämpfer. Zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich wieder sowas wie Uriziel kriege. Ah. Laut allgemein einfach Quests. Na? Am besten so kleine Dödel-Quests. Da hätte ich Bock drauf. Na? Hey! Pflück auf dem Feld Nummer 5 Karotten. Keine Ahnung. Sowas halt. Hätte ich voll Bock drauf. Aber es ist halt schon ein bisschen ein hartes Gebiet, weil gegen Snapper brauche ich nicht antreten. Definitiv nicht. Mit der neuen Waffe wird es vielleicht sogar gehen. Mit diesem Degen. Also was war das? Ein Rapier. Da hätte ich vielleicht sogar eine Chance. Aber anders, weiß ich nicht.
Wird schwierig. Wird echt schwierig. Halbpflanze. Nochmal Halbpflanze. Was ist denn da noch dahinter? Nix wahrscheinlich, ne? Haben wir noch einen Lederbeutel? Okay. Hat man nicht auch mal aufmachen. Wir haben da, glaube ich, ein paar. Hier, Lederbeutel. Wiegt nicht viel. 10 Gold. 100 Gold. 25. 25. 25. 50. Hey, hey, hey. Oh, der Grafzahl, hey. Oh, hoppala. Oh, und die Steintafeln mit. Ist da hinten irgendwas? Ah, schaut jetzt nicht so aus. Doch, eine Heilpflanze. Ah, ja, gerade bin ich so ein bisschen in der Schwebe, ne? Weil ich irgendwie für alles nur zu schwach bin. Es war im normalen Gothic nicht so. Das weiß ich. Das war im normalen Gothic nicht so. Was haben wir da jetzt eigentlich nur mit diesen Tafeln? Wir haben bloß noch diese Lebensenergie, ne? Naja. Lernpunkte haben wir 4. Das ist alles schlecht. Das ist alles sehr, sehr schlecht. Wir könnten natürlich jetzt dann schon mal probieren, ins Minental zu gehen. Es möchte ich aber nur mal schauen. Wir haben hier noch ein paar Quests. Ob wir hier noch irgendwas machen können. Ja. Da ist halt natürlich die Frage, wie können wir die Quests anfangen? Ja. Ich glaube, bei vielen habe ich so diesen Einstiegspunkt verpasst. Ich weiß nämlich, dass irgendwo hast dann geheißen, man muss nachts da hingehen und jemanden treffen. Dann kriegt man da einen Schlüssel und dann kommt man irgendwie in den Untergrund rein. Ja, das habe ich irgendwie verpasst. Ja. Also, da hinten ist das Kloster. Da steht aber auch die Botschaft. Der Wachter umschreit. Hä, die habe ich ihm doch schon gemeldet, gemeint. Oder habe ich da einmal aus Versehen neu geladen und die Quest war nur aktiv? Maybe. War auch möglich sein. Das sehen wir ja gleich. Aha. Ja, heute, die heutige Folge wird ein bisschen Walking Simulator werden, aber wir müssen ja doch irgendwie schauen, dass wir alles mitnehmen. Ne? Es ist einfach ein bisschen normal. Es gehört einfach auch ein bisschen zu Gothic dazu. Hey. Nee. Zeig mir deine Ware. Ja, der hat nochmal Tränke. Nehme ich gleich mal mit. 35 nehmen wir mit und 50 auch. Da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen was gekriegt. Lebensenergiebonus 30. Das ist 1300. Boah, weiß ich nicht. Ah, warten wir erst einmal. Möge ihn los. Ah, das war doch der, oder? Warte mal kurz. Iskarot, genau. Dem haben wir ja diese Nachricht schon überbracht. Ach, sag jetzt bloß, die Quests sind auch noch buggy. Aha. Na gut, gehen wir zum Vatras. Sagen wir es ihm. Wir haben auf jeden Fall noch sehr. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, da werde ich es dann vielleicht ab der nächsten Folge wirklich mir ein bisschen einen Push geben, ne? Weil ich kann nicht irgendwie im Let's Play, keine Ahnung, die ganze Insel ablaufen und alle Monster umbringen.
wo ich sowieso 30.000 Mal sterben werde. Und wir kommen kein Stück voran. Ja. Wenn man so einen kleinen Push gibt, dass ich mir wenigstens das Rapier anlegen kann. Und dann kann man ins Minental schauen. Also das war halt wirklich in Gothic 2 nicht so. Ich weiß noch, wo ich damals Gothic 2 gespielt habe, das Classic. Ja? Da bist du eigentlich durchgerannt. Ja, ein bisschen, kann man sagen. Ja? Da war es auch nicht, dass du irgendwie das Doppelte an Lernpunkten brauchst für irgendwelche Attributspunkte. Ich kann mich da erinnern, wie schnell ich da eigentlich im Minental war. Also, wirklich schnell. Und ich hatte nicht wirklich, also klar waren starke Gegner da, denn ich bist halt aus dem Weg gegangen, aber du hast nie das Gefühl gehabt, dass du hart unterlegen bist. Na? Und das hast du da jetzt schon. Obwohl jetzt eh schon ein Waffendruck mit 50. Was hatten sie? Hast du in Gothic 2? Was waren da? Eine der krassesten Waffen, die wo man am Anfang gehabt hat. Ich glaube, irgendwas mit 20. Und wir haben es zu schätzen gewusst. Aber bist halt durchgekommen. Da werden wir was machen, Leute. Es geht ja hier ums Let's Play, dass man hier mal ein bisschen die Geschichte erlebt, ne? Hier sind wir halt doch ein bisschen im Hardcore-Modus gerade unterwegs, muss man halt wirklich sagen. Und wir wollen ja auch ein bisschen was erleben und nicht nur stundenlang Monster abschlachten, dass man vielleicht, wenn man Glück hat, ein bisschen Erfahrungspunkte kriegt. So, Vatras. Ich habe die Botschaft überbracht. 100 Erfahrung ist halt nix. Dann wähle nun deinen Lohn. Erzbrocken, Ring der Gewandtheit. Gut, dann mit einem Kronstöckel könnt ihr einen Trank machen, ne? Aber nimm einen Ring der Gewandtheit. So, jetzt schauen wir nochmal. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft darfst du natürlich nicht alles wissen. Aber ich werde dir sagen, was ich kann. Na dann? Wer gehört alles zum Ring des Wassers? Das wirst du erst erfahren, wenn du in den Ring aufgenommen wirst. Aber ich bin mir sicher, einige von uns wirst du schon kennengelernt haben, bis es soweit ist. Was genau tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, das Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Na gut. Hier, Steintafeln. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Es ist halt geschissen. Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich will dir... Was? Ah, haben wir was. Leider nichts. Ja, der hat nichts Wesentliches rausgefunden. Das ist... schwierig. Magie, heilen. Mehr geht da nicht. Mehr geht hier leider nicht. Okay, das können wir noch nicht fertig machen. Da die schnaubende Kreatur, die ist halt auch übel. Wie wollen wir noch die fertig machen? Das sind Exkremente eines schwarzen Trolls. Huhuhu. Er hat seine Armbrust bei einem seltsamen Steinkreis in den hohen nördlichen Bergen verloren. Aha. Okay. Das heißt, vielleicht müssen wir da noch mehr aktivieren, dass wir da irgendwas bekommen, ne? Oder Joe. Ja, gut. Wie man in einen der Stadttürme, in den die Miliz der Waffen... Nein, okay, man. Okay. Gut, sagt mal halt auch nichts. Ich kapier's nicht. Der ist zurückgegangen.
Wir haben ja schon mit ihm gesprochen. Trotzdem bleibt die Quest aktiv. Ganz merkwürdig. Ah, und in den letzten Kommentaren hat es geheißen, in der Oberstadt gibt es nun mal ein paar Quests, aber ob es die schon in diesem Kapitel gibt, müssen wir mal schauen. Hey, du, danke, dass du mich gerettet hast. Kein Problem. Ich habe was anderes gehört. Das war's halt auch schon wieder. Und trotzdem bleibt die Quest aktiv, ne? Ach so, weil es die Vermissten sind, okay. Nach einem fehlenden Ornament. Puh. Boah, schwierig. Mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Dann schauen wir mal nur mal in die Oberstadt, da die sind. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Vielleicht jetzt, da natürlich ein neues Kapitel gekommen ist, vielleicht haben wir jetzt ja die Möglichkeit, ne? Gibt's was Neues? Leute wie du haben hier oben nichts zu suchen. Hier wohnt die ehrbare Gesellschaft. Keine Streuner und auch keine Ganoven. Wenn du es schaffen solltest, zu Ansehen und Vermögen zu kommen, bist du hier eventuell auch gerne gesehen. Also ich hab schon mal gesagt, ich hab glaube ich mehr Gold wie du. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich war bei Lord Hagen. Und? Du hast ihn doch nicht etwa mit deinen Drachengeschichten belästigt. Doch. Das darf doch nicht wahr sein. Er hat mich losgeschickt, ihm Beweise zu bringen. Na dann, viel Glück. So ein Spinner. Hm. Du wirst nur blöd schauen, das sag ich dir, hä? Du wirst nur richtig blöd schauen. Das hätte er auch selbst. Da haben wir Stadtwache, Ritter. Okay, da darf ich einfach rein. Find ich cool. Bringen wir auch keine Erfahrung mehr, schrecklich. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Lederbeutel gehört mir. Muss bei ihr dann demnächst mal wieder verkaufen. Die Kiste gehört mir. Links, rechts, rechts. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts. Links, links. Okay. Puh. Ah, haben wir auch. Es hat ja irgendwie auch keinen interessiert, ne? Von dem her. Chip, chap. War noch Bier. Oh, hi. Ich glaube, ich muss raus. Na bitte, geht doch. Passt schon, hab ich eh schon das Wichtigste. So, Wambo. Wie ist die Lage? So eine Rüstung hätte ich gern. Ich mag so eine Rüstung haben. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder. Hey, wer bist du? Bist du auch bloß ein Bürger, ne? Da gibt's auch gar nichts. Rein gar nichts. Ah, silberner Kelch. Der ist ein Haufen wert. Pfandbrief. Ich glaube, da sollte man noch ein bisschen warten, bevor wir das machen, weil ich glaube, dass sowas eigentlich zur Quest dazugehört. Warum darf ich da eigentlich überall nein? Sonst bin ich doch immer rausgeschmissen worden. Ja, bei dem ist klar. Aber der hat halt auch nicht mehr, ne? Boah, ich finde das merkwürdig. Nee, leid, wir werden es so machen in der nächsten Folge. Werde ich zumindest meine Geschicklichkeit ein bisschen nach oben pushen. Ne? Damit wir da einfach mal schauen können, wie wir damit klarkommen. Ne? Weil hier nur ständig rumzurennen und irgendwie irgendeinen Scheiß zu machen. Das macht keinen Sinn. Da haben wir im Richter, das sind alles Quests natürlich.
Das weiß ich, es gibt so eine Richterquest und allem drum. Ich glaube, das kommt aber erst später. Ich glaube, das kommt erst später. Und dem hier. Ja. War halt ein bisschen Walking Simulator. Muss ich zugeben, Leid. Wer bist du? Na, du bist einfach so Bürgerin. Kluges Kerlchen. Ja, ja, kluges Kerlchen. Von dem her. Haben wir es mit der Folge. Wie gesagt, ich werde meine Attribute ein bisschen pushen. Und dass wir zumindest mal das Rapier anlegen können. Oder ich mache es so, dass wir es gerade nicht anlegen können. So, dass wir jetzt dann nur ein Level brauchen. Ich glaube, das ist dann okay. Ich glaube, damit sind wir alle zufrieden, oder? Okay. Von dem her sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Habi die.